Ich bitte um Ruhe im Gerichtssaal. Also, so kommen wir nicht weiter, Frau Eisgruber. Wie oft Sie im Jahr waschen, interessiert das Gericht nicht. Was für den vorliegenden Fall von Bedeutung ist, das ist lediglich die Tatsache, dass Sie den einen Kübel mit Wäsche, weil Sie ihn allein nicht tragen konnten, an der Hoftür stehen ließen und dann in Ihre Wohnung im ersten Stock gingen, um Ihre Tochter zu holen, damit sie Ihnen tragen helfe. Ja, so war's, Herr Richter. Und in der Zwischenzeit ereignete sich dann, wenn ich Sie recht verstehe, jener Vorfall, der Ihnen Anlass zu Ihrer Klage gab? Ganz richtig, Herr Richter. In der Zwischenzeit ist der Dimpfimose über den Hof gekommen und ist bei der Tiertrund über den Kiwi gestolpert. Und aus Ärger darüber hat er dann jene beleidigende Äußerung gegen Sie getan. Jawohl. Zuerst hat er geflucht, als wäre er losknecht. Und nachher, wie er über die Stirn rauf ist, hat er ganz laut gesagt, dass ich bis in die Wohnung reingekehrt hab. Die Eisgruberin ist doch das größte Rindviech, wo rumläuft. Die Eisgruberin ist das größte Rindvieh, das herumläuft. Stimmt das, Beklagter? Das kann schon stimmen, aber gesagt hab's ich nicht. Was haben Sie denn gesagt? Ich hab überhaupt nichts gesagt. Sie haben also lediglich geflucht. Nein, ich hab auch gar nicht geflucht. Sondern ich hab gar nichts da, weil ich an dem ganzen Schmarrn, wo dort Eisgruberin verzapft, ganz und gar nicht beteiligt bin. Sie behaupten also von dem ganzen Vorfall nichts zu wissen? Nichts anderes. Und zwar behaupte ich das nicht bloß, sondern das ist schon so, weil ich an dem Abend, wo das passiert sein soll, nach 8 Uhr gar nicht mehr aus dem Haus gekommen bin. Aha. Frau Eisgruber, haben Sie den Beklagten auch ganz genau erkannt? Ganz genau, Herr Richter. Was haben Sie? Wer hat mich? Haben Sie mich gesehen? Also wissen Sie, Herr Richter, wenn man jemand 20 Jahre lang kennt... Haben Sie mich gesehen? ...und jeden Tag mit ihm redet... Haben Sie mich gesehen? Frau Eisgruber, haben Sie den Beklagten gesehen, als er über die Treppe stieg und dabei die bewusste Äußerung tat? Also, ich meine, nicht wahr, also gesehen, so direkt gesehen habe ich nicht. Na also, aber, was sage ich denn? Liebe Frau Eisgruber, worauf gründen Sie dann Ihre Behauptung, dass es der Beklagte war, der jene beleidigende Äußerung getan hat? Ja, weil ich ihn an der Stimme kennt hab, Herr Richter. Ich kenn doch dem seine Stimme. Ach, dass ich nicht lach. An der Stimme will sie mich kennen, Herr Richter. Nachts um 10 in der Finsternis. Es ist doch lächerlich, nicht wahr? Na, ob das nun nachts um 10 war oder mittags um 12 Uhr, das spielt schließlich keine Rolle. Aber... ich muss schon sagen, Frau Eisgruber, Ihre Anschuldigung gegen den Beklagten, den Sie lediglich aufgrund seiner Stimme erkannt haben wollen, ist etwas leichtfertig. Unverschämt ist dies, jawohl. Ich muss Sie ersuchen, Ihre Ausdrucksweise etwas zu mäßigen, Beklagter. Ist ja wahr, Herr Richter. Da bist du in einem Lebtag ein unbescholtener Mensch gewesen, der wo keiner Sau was nachgesagt hat. Und dann müsst ihr so mir nix, dir nix von einer x-beliebigen Person auf die Anklagebank schleppen lassen. Plus, weil vielleicht ein anderer Hausbewohner die gleiche Stimme hat wie ich, nicht? Wollen Sie damit sagen, dass Sie einen bestimmten Verdacht... Ich will gar nichts sagen, Herr Richter. Und ich will ja gar keinen Mitmenschen nicht verdächtigen. Ich kann bloß das eine sagen, dass ich's nicht war und dass ich von einem Waschkiwi und einer Beleidigung durchaus gar nichts weiß. Tja, also, Frau Eisgruber, es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Ihre Angaben nicht ausreichen, die Schuld des Beklagten eindeutig zu erweisen. Es wäre was anderes, wenn Sie jene Person, welche die bewusste Äußerung tat, gesehen hätten. Ja, mein Herr Richter, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich gleich ausgeschaut ins Stirnhaus. Na, hätte ich ihn schon gesehen. Alle hätten ihn gesehen, aber mich nicht, weil sie nicht war und weil ich von der ganzen Geschichte überhaupt nichts weiß. Fragen Sie einen Bene, Herr Richter, der kann es bezeigen. Bene? Wer ist Bene? Ach so, der Zeuge Huber, richtig. Der Beklagte soll ja nach Ihren Angaben, Frau Eisgruber, in Begleitung seines Freundes Huber gewesen sein, als er an dem fraglichen Abend durch das Treppenhaus ging und dabei die bewusste Äußerung tat. Zeuge Huber, ja. Was können Sie zu dem vorliegenden Fall aussagen? Herr Richter, ich weiß so wenig wie mein Freund. Mir ist von der ganzen Sache nichts bekannt. Und von einer Waschkübe oder einer Beleidigung, da weiß ich schon gleich gar nichts. Danke, das genügt. Frau Eisgruber, Sie werden sich nicht wundern dürfen, wenn ich aufgrund Ihrer keineswegs ausreichenden Angaben und der eindeutigen Aussage des Zeugen den Beklagten mangels Beweise freispreche. Möchte ich doch schon, Mona. Ja, gibt's denn das? Ja, wenn ich nur klein ausgeschaut hätte. Das heißt, ich habe so ausgelinst durch einen Briefkastenschlitz. Aber da waren ja die zwei schon fast drum. Bloß ein Huber seine Füße, habe ich noch gesehen. Ja, nun machen Sie aber mal einen Punkt, Frau Eisgruber. Am Ende erklären Sie noch, Sie hätten nicht nur den beklagten Dimpfelmose an der Stimme, sondern auch den Zeugen Huber an den Füßen erkannt. Vielleicht an die Schürfen absetzen. Oder an die Hinterarme. Ruhe! Ruhe!
Nein, wissen Sie, Frau Eisgruber, das geht zu weit. Schuhe oder Füße sind keine Erkennungsmerkmale, aufgrund deren man jemand einwandfrei identifizieren kann. Noch dazu in einem schlecht beleuchteten Treppenhaus. Und überhaupt... Ich schließe daher die Beweisaufnahme und spreche den Beklagten... Ach, überhaupt... Was ist, Zeuge Huber? Haben Sie noch etwas zu bemerken? Und überhaupt ist das eine ganz freche Luch, Herr Richter, wenn die behaupten, die hätten meine Füße noch gesehen. Das konnte ich ja gar nicht gesehen haben, denn in demselben Augenblick, wo mir zwei über die Stirn aufgegangen sind, ist im Treppenhaus das Licht ausgegangen. Ruhe! Bitte Ruhe! Nun, Beklagter, vielleicht... Können Sie sich jetzt doch noch an den Fall erinnern, von dem Ihnen zuvor durchaus nichts bekannt war, hm? Tja, also, ich meine... Ja oder nein? Ja. Ja, und stimmt es auch, dass Sie gesagt haben, die Eisgruberin ist das größte Rindvieh, das herumläuft? Ja, gesagt habe ich schon, aber stimmen tut's nicht. Denn das größte Rindvieh, worum läuft, ist der Bene.